Hallo und herzlich willkommen bei SOS Sport im Braunschweig. Mein Name ist Olli Nies, ich bin Ski-Experte der Sport 2000 und ich möchte euch mal heute in mein Geschäft mitnehmen, um euch zu zeigen, was ihr braucht, damit euer Skiurlaub noch perfekter wird. Kommt mit! So, jetzt sitzen wir mitten in meinem Geschäft, SOS Sport. Die Idee, ein Wintersportgeschäft in Braunschweig zu gründen, ist eigentlich entstanden aus der Leidenschaft des Skifahrens. Ich war während meiner Studienzeit war ich in Österreich, war ich am Arlberg Skilehrer und nebenher nach dem Skifahren war ich beim Sportgeschäft, habe dort gearbeitet und habe gedacht, das, was dort unten in den Bergen passiert im Sporthandel, genau das möchte ich nach Braunschweig projizieren und habe dann dieses Geschäft gegründet, das wir mittlerweile seit fast 30 Jahren gemeinsam mit meiner Frau führen. Das Gefühl, was ihr habt, wenn ihr in den Bergen in ein Sportgeschäft geht, das sollt ihr auch haben, wenn ihr bei uns reinkommt. Ja, es riecht bei uns nach Wachs. Wir haben unsere eigene Skiwerkstatt bei uns im Haus. Und wenn dort Ski präpariert werden, ist das ganze Geschäft voll Wachsgeruch. Die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, sind jetzt nicht typische Verkäufer, sondern sind alles Sportler, sind entweder Skilehrer oder Snowboardlehrer, die den Sport beherrschen. Und mit denen könnt ihr fachsimpeln, mit denen könnt ihr über die Berge sprechen. Und ihr könnt natürlich denen auch nochmal die eine oder andere Frage stellen zu unseren Produkten, die wir haben. Die sind also sozusagen in jedem Bereich Experten und können euch top bedienen. Und wenn es dann tatsächlich mal so weit ist, dass dein Schuh wirklich mal drücken sollte, wenn es dich irgendwo zwickt im Schuh, haben wir natürlich auch das Know-how, deinen Skischuh so weit anzupassen, dass du ohne Schmerzen Skifahren gehen kannst. Wir haben neben unserer Schleifwerkstatt, wo wir die Ski aufbereiten, auch viele Maschinen, um Skischuhe anzupassen. Wir können die Schuhe ausbeulen, wir können sie fräsen, wir können die Innenschuhe bearbeiten. Und unser größtes Know-how ist eigentlich eine individuell eingebaute Einlegesohle, die wir so auf den Fuß herstellen, dass du ein richtiges Fundament für deinen Skischuh nachher hast. Hi Olli. Hi Vicky, wie geht's? Gut, ich habe dir meinen Turnski mitgebracht und die Saison geht los. Ich würde den gerne ein bisschen fit gemacht haben. Ja. Und vielleicht auch mal was Neues ausprobieren. Okay, was hast du denn vor? Soll mal ein bisschen was auf die Piste, ein bisschen schneller mal, irgendwie okay. So in die Richtung. Kriegen wir was Gutes hin. Zeig mal her erstmal das Ding. Okay, den bringe ich gleich mal in die Werkstatt rüber. Was hast du so ungefähr vorgestellt mit den Skiern? Was sollen sie denn können? Wie willst du denn fahren? Ja, sollen schon ein bisschen sportlicher sein, ein bisschen was Schnelleres. Aha. Und natürlich auch ein bisschen schick aussehen. Ne? Okay, na schick haben wir. Also, schick haben wir. Das ist gut. Also was man gut machen könnte, wäre, wenn wir von Völke hier so ein Flair SC nehmen. Das wäre, glaube ich, genau das richtige Teil für dich. Du kommst ja von deinem etwas breiteren Freeride-Ski, also bist ja auch mal ab und an neben der Piste unterwegs. Mittlerweile sind die Ski auch ein bisschen breiter gebaut. Also die schmalste Stelle bei dem Ski sind so 73 mm. Du bist ja hier deutlich breiter, aber mit diesen 73 mm Mittelbreite hast du auch mal einen Ski, der wunderbar fährt, wenn du mal neben der Piste unterwegs bist. Trotzdem ist er aber so steif gebaut, so verwindungssteif gebaut, dass du auf der Piste auch einen tollen Kantengriff mit dem Teil hast. Und so ein Radius von 13 Metern, also wenn du den Ski nimmst und einfach hier mal dieser Kurve nachgehst von 13 Metern, bringt dich genau dahin, was du brauchst. Also wirklich schöne kleine Bögen kannst du damit fahren, spritzig ist das Ding unterwegs. Also ich denke, das wäre genau dein richtiger Ski. Kann ich damit auch so ein bisschen Buckel fahren? Klar. Buckel kannst du eh mit vielen Ski fahren und da würden wir einfach darauf achten, dass der Ski vom Flex nicht zu krass steif abgestimmt ist und das geht wunderbar mit dem Teil. Also das ist der 24/7-Ski für den ganzen Urlaub. Hört sich gut an. Olli, wie sieht denn das aus mit der Bindung? Passt das schon? Top. Also das ist genau richtig. Ich zeig dir das mal. Die Hälfte der Bindung, nämlich die Bindungsplatte, ist ja bereits auf dem Ski montiert. Die gibt dir für den Ski die richtige Power unter der Bindung, aber auch so, dass der Ski frei durchbiegen kann, frei durchflexen kann, wenn du mal im Gelände fährst. Der Vorderbacken ist so gebaut, dass du mit der etwas breiteren Aufnahme einen super Kantengriff eben bekommst. Und gerade bei dem Modell, weil es ein bisschen sportlicheres Modell im Damenbereich ist, haben wir auch einen Metallfersenautomat, um dir eine super Kraftübertragung eben zu geben. Schau mal, Vicky, wir haben hier auch bei dem Ski einen Gripwalk-Vorderautomaten dran. Wozu brauche ich das? Das wirst du nachher bei den Skischuhen sehen. Alle neuen Schuhe haben eine neue Sohle drin, die so ein bisschen runder ist. Da kannst du einfach viel einfacher mit laufen, angenehmer für dich. Und wenn du so einen neuen Schuh in eine herkömmliche Bindung einbauen würdest, dann würde hier die Reibung zu stark werden, weil die zu dick ist, die Sohle. Und im Falle eines Sturzes würdest du wahrscheinlich dann zu einer Fehlauslösung kommen. Also hiermit hast du jetzt den heißesten Scheiß am Markt. Hört sich gut an.
So, Vicky, Ski haben wir. Wollen wir den nehmen? Bist du einverstanden? Ja, der gefällt mir. Das ist doch gut. Dann haben wir schon mal einen Ski für dich. Jetzt wollen wir mal schauen, wie wollen wir denn eigentlich deinen Turnschuh in diese Bindung reinbekommen? Das wird natürlich nicht so gut funktionieren. Da hast du wohl recht. Also, wollen wir mal nach neuen Schuhen gucken, dass wir da vielleicht das richtige Setup kriegen, dass wir zu dem geilen Ski halt auch noch einen passenden Schuh finden? Ja, klar. Lass uns mal gucken. Okay. So, Vicky, dann schauen wir doch mal, was wir dir Schönes hier anbieten können. Nimm mal Platz, bitte. Mhm. Wir machen das so, dass du bitte deine Schuhe mal ausziehst, die Socken mal ausziehst. Ich gebe dir gleich mal so ein paar lustige Punktesocken. Dann scannen wir dich mal ein und dann haben wir mal ein Bild von deinem Fuß und sehen genau, was wir Schönes für dich haben. Machen wir. Okay, Vicky. Dann geh doch mal bitte in den Scanner hier rüber. In diese roten Felder rein, mit dem Rücken zur Wand. Und dann werden wir mal gucken, was passiert und ob wir den richtigen Schuh für dich hier finden können. Wir haben jetzt erstmal deinen Fuß uns hier geholt. Wir sehen eigentlich, deine Fußlänge ist mit 22,5 cm doch recht klein, ne? Einen schönen kleinen Fuß. Und sehr gleich, ne? 22,4, 22,3, also doch wirklich gleich langen Fuß. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen an von der Ferse, wie das ausschaut bei dir, ob du da gerade drauf stehst und ob auch praktisch hier unten im Bereich der Ferse eher mal ein Schlupf vielleicht zu erwarten ist im Skischuh. Und da sehen wir auch, dass du eher im schmalen Bereich bist. Also müssen wir schon darauf achten, dass wir dir einen schönen schmalen Schuh eben raussuchen mit einer schmalen Leistenbreite. Denn auch wenn wir uns deinen Ballen hier mal angucken, sehen wir ja, dass der Schuh halt, der Fuß halt recht schmal ist. Also wir haben unterschiedliche Leistenbreiten in den Schuhen, Mittel, Schmal und Breite. Und diese Leistenform suchen wir uns jetzt in den Schuhen richtig aus. Und ich glaube, ich habe da schon den richtigen Schuh für dich im Auge, der dein Skifahren perfekt machen wird. So, Vicky, bevor wir zum Anprobieren gehen, würde ich mir gerne deinen Fuß doch noch mal ein bisschen anschauen. Setz dich mal ein bisschen aufrecht hin, alles so ein bisschen im rechten Winkel. Und jetzt heb doch mal deinen Vorderfuß ein bisschen an. Okay. Sehen wir schon, du kippst so ein bisschen rein, wenn du ihn anhebst. Machen wir es auf der Seite auch nochmal. Ja, du drehst so ein bisschen rein mit dem Knie. Nochmal anheben. Okay. Gib mir mal deinen Fuß. Wollen wir mal schauen, ob du ihn auch entspannt ist, ob er locker ist. Also ich denke schon, dass wir hier mit einer Sohle den Schuh ein bisschen unterstützen, Fuß unterstützen können. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Hier ist ein bisschen fester. Außen ist das schön weich, das Fußgewölbe, aber tatsächlich am großen Zeh. Da ist es ein bisschen fester. Ist dir da mal irgendwas passiert? Ich habe mir rechts den Mittelfuß mal gebrochen vor ein paar Jahren. Okay. Ja, kann man merken. Ne? Also wir sollten da schon mit einer Sohle das Ganze unterfüttern, damit du ein gutes Fundament im Schuh eben hast. Ja, das ist ein guter Plan. Also wir würden das hier so ausziehen nehmen. Machen wir das hier drauf. Machen wir den Deckel runter. So, dann gib mir mal deinen einen Fuß, Vicky. Stellen wir hier mal drauf. Und den anderen auch. So, jetzt stell dich bitte einmal hin und steh ganz entspannt auf dem Kissen. Bisschen in die Knie gehen, ganz leicht in die Knie gehen. So ist das schon gut. Und vorsichtig, jetzt saust du ja einmal rein in das Kissen. Jetzt machen wir mal einen Abdruck von deinem Fuß. Ein bisschen so, als wenn du am Strand in den Sand trittst. So einen Abdruck bauen wir jetzt hier, um dann nachher die Sohle in den Abdruck zu legen, sodass du eine perfekte Unterstützung im Skischuh nachher bekommst. So, die Sohle ist jetzt mittlerweile schön elastisch und weich. Ich kann sie jetzt überall so hinformen, wie wir das brauchen. So, dann gib mir mal deinen rechten Fuß wieder. Den stellen wir jetzt hier rein. Sehr cool. Das gleiche mit dem linken natürlich auch. Momento. So. Und jetzt gibst du mir deinen linken Fuß hier. Stell dich bitte mal wieder drauf. Wie findest du das Gefühl unter der Sohle? Angenehm. Okay, dann zeige ich dir mal den Schuh, den ich mir für dich vorgestellt habe. Und zwar haben wir hier Nordica Speed Machine 105. Bevor du da aber komplett reinsteigst, checken wir noch mal, wie dein Fuß in der Schale steht. Da hüpfst du einfach mal kurz in die Schale bitte rein, stellst dich einmal hin und wander mal mit deinen Zehen so weit nach vorne, bis du nur Kontakt hast, also nicht irgendwie auf Knirsch da reingehen. Jetzt gucken wir mal, ob wir da genügend Platz hinten haben.
Also da sind jetzt locker so ein Zentimeter Platz hinten noch, das sollte gut reichen. Also wenn du jetzt beim Anziehen gleich vorne gegenstößt, mit dem Innenschuh natürlich, ja, dann ist das völlig in Ordnung, dann ist das auch so gewollt. Komm mal wieder raus hier. Okay. Bauen wir jetzt zusammen. So, und nun hinein. Mit Schwung. So, machen wir mal ganz lose. Das fühlt sich schon mal gut an. Das ist gut. So, ich mache den mal ein bisschen locker nur zu, weil er an sich in der Form hier halten soll und nicht, dass wir irgendwie die Schnallen schon ins letzte Raster bringen. Und wenn du dich jetzt mal so in die Vorlage stellst, und jetzt merkst du, jetzt rutscht der Fuß hinten rein in den Schuh. Zehen sind so ein bisschen entspannter vorne. Das wäre jetzt so mal meine Idee für dich. Passt das so? Passt, ja. Dann zeige ich dir mal den zweiten gleich. Ja, super. Dann gucken wir doch mal, ob der auf dem linken Fuß genauso passt. Das wäre der Schuh für dich. Ja, Olli, und wie sieht's aus mit dem Grip Walk? Hier diese Sohlenplatte, die hat hier diese Verdickung. Das ist das, was auf der Bindung dann sozusagen ausgespart ist. Und über diese Verdickung kannst du nachher dann in diese Rollbewegung übergehen. Toll. Fühlt sich gut an. So, Vicky, die Sohlen sind fertig. Ich baue das jetzt mal zusammen für dich. Und danach wirst du fahren wie auf Wolken. Das hört sich perfekt an. So, dann schlupf doch hier mal rein. Wow. Das wäre fertig. Wie fühlst du dich? Ja, fühlt sich, ist nochmal ein Unterschied mit Sohle. Also, jo, angepasst an meinen Fuß. Top, dann darfst du damit Skifahren gehen. Sehr gut, danke. So, für die Vicky haben wir für ihren schmalen Fuß jetzt speziell einen Schuh rausgesucht mit einer relativ schmalen Leistenbreite. Wir haben natürlich in unserer breiten Auswahl alle Arten von Leisten eben da. Schmale Leisten wie für die Vicky, mittlere Leistenbreiten oder auch etwas breitere Leisten, um wirklich jede Fußform schon mal abdecken zu können. Dann gibt es natürlich auch noch Schuhe mit Walk- und Ski-Mechanismen, wo der Schaft hinten ein bisschen aufgehen kann, damit man besser damit gehen kann. So, Vicky, dein Skischuh ist mal fertig jetzt. Sehr schön. Aber Olli, letzte Woche ist mir mein Helm runtergefallen. Also ich würde gerne bei den Helmen noch mal kurz stöbern. Sollten wir unbedingt tun. Komm mit. Ja, cool. Ich würde dir tatsächlich einen Helm empfehlen mit einem MIPS-System. Das ist ein zusätzliches Sicherheitssystem, was sich die Hersteller eigentlich alle dazu kaufen. Mhm. Probier doch hier mal diesen POC-Helm an. MIPS-System? Zeige ich dir gleich was. Probier mal an. Bitte. Wie passt der? Ja, fühlt sich erstmal gut an. Die Idee an dem MIPS ist, dass wenn du wirklich einen Sturz hast, wirst du ja selten nur 1:1 irgendwo drauffallen, sondern es wird immer irgendeine Drehbewegung haben und irgendeine Bewegung haben, dein Sturz. Und dann kommt die Energie dieses Sturzes auf den Helm und wird durch Drehen dieser Schale, das ist auf Gummibändern gelagert, so eine zusätzliche Schale, die ganze Energie abgenommen und in so eine Drehbewegung versetzt. Das würde dir dann also noch ein bisschen sicheres Konzept eben sein. Okay, top. Passt. Helm passt gut, oder? Ja, sitzt. Aber irgendwas fehlt noch, oder? Irgendwie. Ich glaube, ich habe noch mal eine coole Brille für dich. Okay. Wir haben hier von Oakley Brillen, die haben speziellen Filter drin, nennt sich Prism. Setz die mal so vor das Gesicht, bitte. Wie sitzt die? Du fühlst dich erstmal so ganz gut an. Also wichtig kann ist gut eben, atmen. Wichtig ist eben, dass du atmen kannst, dass die Brille oben abschließt, dass es da nicht zu kalt wird, dann, wenn du irgendwie mal im Winter unterwegs bist. Also ich würde auch so eine Brille nehmen. Durch diese Prism-Gläser hast du einfach viel kontrastreicheres Fahren, Sehen und fährst einfach besser bei Nebel, bei allen Schneebedingungen. Also das wäre in meinen Augen die richtige Brille für dich. Fühlt sich auch gut an. Jetzt haben wir eigentlich alles schön geschafft. Wir haben ein tolles Ski-Setup gebaut. Wir haben neuen Ski, wir haben neue Schuhe. Mhm. Thema Sicherheit haben wir auch angegangen. Du hast einen neuen Helm mit einer tollen neuen Brille. Wie sieht es eigentlich mit deiner Versicherung aus? Welche Versicherung? Naja, wenn das ganze Zeug, das kostet ja ein paar Euro, wenn dir das gestohlen wird oder irgendwas kaputt geht, kann man das tatsächlich versichern lassen? Hast du sowas? Nee, habe ich auch noch nie was von gehört. Also würde ich mir gerne mal anschauen. Wir haben das hier, der DSV bietet das an. Du kannst direkt bei uns im Geschäft so eine Versicherung abschließen und dann wärst du sozusagen finanziell zumindest auf der sicheren Seite erstmal. So, für die Vicky haben wir die richtige Ausrüstung für den perfekten Skiurlaub gefunden. Komm vorbei bei deinem Sport 2000 Ski-Experten in deiner Nähe. Wir beraten dich gern.